Heute stelle ich euch eine Smartphone-Halterung fürs Fahrrad vor, die wasserdicht ist, wo es auch mal rein raufregnen darf. Erstmal ein Unpacking. Das ist das Samsung Ultra, eigentlich das größte Smartphone, was es gerade gibt. Packt man dann hier so mit rein. Kannst dann so mit reinmachen. Und hier unter kommt dann Geldbeutel und so Sachen rein. Geldbeutel, Scheckkarte, alles was wichtig ist. Jetzt machen wir diesen Montagearm ran. Den Ring wird es festgemacht. Das wird hier unten nur über diese Lasche eingesteckt. Mehr braucht es nicht. Dann rascht er das ein. Jetzt kann man das Ganze zumachen. Man kann es auch komplett zumachen. Wichtige Sachen kommen innen rein. Mit der Gießkanne macht man das gar nichts aus. Und ich habe mein Smartphone trotzdem noch an. Die Reflexion halt ein bisschen stark hier. So sieht man dann diese Navigation. Kann normalerweise trotzdem noch alles bedienen. Kann Google aufmachen, so wie es sein soll. Oder Google Maps. Und kann sich dann durchnavigieren. Und wenn man dann mit der Fahrt fertig ist, muss man eigentlich nur hingehen, das Ganze unter aushängen und hat dann das Navi dabei und auch die Gegenstände, die man braucht. Und das ist jetzt das von Henmi, diese Halterung. Relativ praktisch für so gängige Radtouren. Sehe ich das so aus meiner Halterung raus. Das Ganze sollte man eigentlich auch eventuell hier bedienen können. Aber hier ist, man kann es entweder hierher machen oder hierher.